kein größeres Problem. Er behält die Führung. Und Probleme gibt es hier bei der Startnummer 1, bei Dindo Capello. Und das Auto ist stark beschädigt. Tja, da sind die Audis also erneut in Problemen. Größere Reparaturarbeiten. Und hier sehen wir, was passiert ist. Mitten auf der Geraden biegt er ab, überschlägt sich beinahe. Und das bei Geschwindigkeiten von etwa 300 km/h. Monza ist schnell, Monza ist aber auch fallgefährlich. Das haben wir hier aus der Inboard-Aufnahme gesehen. Vorausgegangen war da eine Kollision mit Vanina X. Und wiederum überall die Trümmer auf der Strecke und das Safety Car aus Sicherheitsgründen draußen. Ja, unfortunately, I haven't seen what happened. Ja, unglücklicherweise habe ich nicht gesehen, was passiert ist. Daher habe ich also keine Information, die ich weitergeben kann. Ich habe gehört, dass Rinaldo ja jemand getroffen hat. Und er ist wohl das Auto dann stark beschädigt worden. Und jetzt müssen wir natürlich reparieren. 14,5 Minuten hat man gebraucht bei der Audi Box, um das Auto wieder zu präparieren.